Fight One für euch vor Ort hier in der GMC Arena in Gelsenkirchen. Ein Tag vor GMC 31, die große Show. Michael Smolik gegen Stanislav Romanov, da wird's ordentlich krachen. Wir bringen euch natürlich ein paar Bilder von der Waage, ein bisschen Einblicke, Backstage, das volle Programm und ein paar Stimmen natürlich der Hauptkämpfer. Also genießt die Show und bis gleich. Stanislav Stas Romanov. Hier ist Michael Smolik. You look pretty confident. What can we expect from you tomorrow? You know, it's not often that I take a fight personal, that I don't like a guy. You know, this for me is a sport. This guy has been talking some crap about my trainer, something about me, making some jokes. It's all good. Tomorrow, we'll see what your tongue is worth. Wie ist die Vorbereitung gelaufen? Sehr, sehr geil. Wie motiviert bist du nach deiner ersten Niederlage? Was willst du morgen beweisen? Oder ist es ein Kampf wie jeder andere? Ich habe sehr viel mitgenommen aus der Niederlage. Ich habe sehr viel aufarbeitet, sehr viel optimiert. Und ich sage mal so, Stanislav hat halt Pech, dass er gerade der Gegner ist nach meiner Niederlage. Sebastian Hackl hier, wenige Stunden vor dem GMC 31 Main Event. Morgen Abend in der GMC Arena ist es soweit. Stanislav Romanov hier bei mir gegen Michael Smolik. Stanislav, you look pretty motivated. I saw the stare down, it was very intense. And you said you don't like Michael. Why is that? It's actually true. It's true. You know, I don't need to play it. You know, sometimes you need to sell a fight. This fight, it sells itself. I really don't like him. What bothers you about him? What bothers me about him is the way he talks about MMA, the way he thinks MMA works. I think MMA is, you know, making miles, you know, losing, winning, losing, winning. You cannot come just from somewhere, being a YouTuber, having a couple of kickbox matches against, you know, no disrespect to all these guys, but sorry, I come from the Netherlands. We fight real guys. Real guys. It's a good segue. You're both strikers. You also come from kickboxing, but you put the emphasis on the fact that this is an MMA match. Why is that an advantage for you, the fact that it is an MMA match? Because I'm wrestling for many years now with the best guys in the business. No bullshit guys, real guys. And I promised him that I will welcome him into MMA the proper way. So, if the fight works out ideally, how does it play out tomorrow night? A lot of blood. A lot of blood. Is it your blood or is it his blood? Combined together is the most beautiful. Of course, it will be more his, but together is the best way. When you bleed together. How are you planning to get your hand raised? Every fighter wants to win. How do you want to win? By him giving up. By him dying in that ring, emotionally, not wanting being there. When I see it in his eyes, and I know that moment will come tomorrow. So any last words for the German MMA fans? Why should they come? Why should they see this GMC 31 main event tomorrow night? To all the fans around the world, without you guys, there is no MMA, there is no sport, there is no crowd, there is no nothing. If you support us, we will give you beautiful fights.
Stanislav Romanov vor dem GMC 31 Main Event. Verpasst das nicht. Entweder auf dem GMC Fight Pass vorbeischauen oder hier vor Ort. GMC Arena, the place to be. Wir sehen uns. Die Waage ging gerade zu Ende. Der Main Event, ein Teil des Main Events steht neben mir. Michael Smolik, Stanislav Romanov. Das Ganze gibt es dann morgen zu sehen am 3. Dezember. Michael, wie fühlst du dich jetzt so, ich sag mal, wenige Sekunden, Minuten, nachdem du oder euch gegenseitig sozusagen in die Augen schauen konntest? Ich fühle mich sehr, sehr gut. Sehr, sehr geil. Also ich nehme das ja gelassen. Er hat irgendwie versucht, krampfhaft den Blickkontakt zu wahren. Ich finde es so immer ein bisschen erzwungen. Also ich sehe das locker, den Kampf sehe ich natürlich nicht locker. Aber jetzt die Auseinandersetzung, er hat da ja irgendwie tiefen Hass sitzen. Für mich ist das ein Fight wie jeder andere auch. Man hat im Cage gesehen, ihr habt euch ein bisschen in die Haare bekommen, gegenseitig weggeschubst. Was war da los in dem Moment? Ja, also er hat ja dann irgendwie, also wir hatten den Stairdown, den ganz normalen. Ich wollte dann zurücktreten, um den Stairdown zu beenden, um ein paar Fotos zu machen. Und er hat dann weiter mit seinem Kopf gedrückt und dachte mir so, ja, okay, dann drücke ich halt auch dagegen. Und dann hat er noch mehr gedrückt und dachte mir, jetzt geht mir langsam auf den Sack, will mir fast einen Kuss geben, so. Dann bin ich halt zeitlich raus, dann habe ich ihn so ein bisschen ins Leere laufen lassen. Ich glaube, das hat ihm nicht so gepasst. Und dann wurde es halt so ein bisschen intensiver, weil er das Ganze sehr persönlich nimmt. Ich meine, er ging mir auch auf den Sack mit dem Trash-Getalke und so. Er hat ja auch praktisch angefangen, aber letztendlich nochmal, das ist ein Fight wie jeder andere. Und den nehme ich genauso ernst, wie ob es gegen einen Franker ist oder ob es gegen einen Wesner ist oder sonst wem. Du hast ja im Cage gehört, er sprach von Haien, dass er ein großer Hai ist, sozusagen, der im großen Haifischbecken schwimmt und sich vor niemandem Sorgen machen muss, weil er mit starken Trainingspartnern kämpft. Hat dich das in irgendeiner Weise beeindruckt oder wusstest du, dass so ein Anspruch sowieso kommen wird? Ich glaube, jeder Fighter hat irgendwo seinen Anspruch im Training und trainiert mit guten Leuten, sonst wäre das kein Profi-Fighter. Und ich gehe davon aus, also das ist meine Voraussetzung, dass mein Gegner gut vorbereitet ist und mit guten Leuten trainiert. Also ich gehe ja nicht davon aus, dass mein Gegner irgendwie auf dem Hinterhof trainiert und von dem her beeindruckt mich sowas nicht. Ich verstehe auch nicht, warum er sowas sagt, weil es prallt an mir ein bisschen ab. Ja, zum Thema in die Augen schauen, so als Fighter hat man ja ab und an das Gefühl, was das Gegenüber, ich sag mal, ein bisschen denkt und worauf man sich vorbereiten kann, was man erwarten muss dann am Fight Day. Wie war es bei dir, was hast du bei ihm gesehen? Ich habe gesehen, dass er sehr viel Respekt hat von mir, aber auch, dass er Bock hat. Und das ist geil. Vorhin hier im Interview habe ich ihn gehört oder sagen gehört, er sagte, morgen gibt es Blut von uns beiden, wenn es sein muss. Und er wird am Ende als Sieger aus dem Fight gehen. Was ist deine Antwort darauf? Wenn er eine Schlacht will, kann er eine Schlacht kriegen. Dann die finale Frage natürlich, du kennst es. Prognose hätte ich gerne, ich will jetzt nicht so direkt fragen, sondern wenn es ideal läuft aus deiner Sicht, wie wird der Kampf morgen ausgehen? Kriegst du tatsächlich diesmal, er wird submitted. Hervorragend. Ich denke, dann ist alles gesagt. Ihr habt alles gehört. Michael, ich danke dir vielmals. Auf jeden Fall einschalten. GMC 31 morgen am 3. Dezember geht dann die Post ab hier in der GMC Arena. Auf jeden Fall live dabei sein, wenn ihr könnt. Ansonsten den GMC Fight Pass nutzen und genießt dann die Show. Vielen Dank, Michael. Gerne.